I'll teach you something you won't forget. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About Redstone Video. Wie immer zusammen mit meinem Bruder Psychogear. Hallo. Und dieses Mal mit einem Gast, dem Gordon. Hallo. In-game heißt er auch Raining Noob, ne? Ja. Wie ihr lesen könnt. Wolltest du nicht mal deinen Namen langsam in Gordon umändern? Ja, mache ich noch irgendwann bald. Nun gut. Heute, liebe Kinder, sprechen wir über meine Version des Unary Adders. Ja, das ist das Baby. Das habe ich zum Teil selbst entworfen. Ich habe mir die Grundidee von einem Redstone angeguckt, keine Ahnung wie der hieß. Der war bei uns auf dem Open Redstone Engineers Server. Wahrscheinlich hat das auch schon jemand anders davor benutzt und davor auch nochmal jemand anders. Aber das ist so mein Design, was ich mir selbst zusammengeschustert habe. Und so benutze ich das mittlerweile. Für all die nicht wissen, was ein Unary Adder ist, das ist einfach ein System mit logischen Gattern, das Input-Signale zu einem unären Signal zusammenzählt. Das heißt, oh, ich kriege hier Nachrichten gerade. Das hast du auch sehr wunderbar erklärt, das hat alles genau beschrieben. Was? Das wissen alle nee, genau, ich war noch nicht fertig, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ich muss jetzt weitererzählen. Und zwar haben wir nämlich das Problem, dass einkommende Signale, also einzelne Leitungen, nicht gleich einem unären Signal sind. Ein unäres Signal wird von links nach rechts gezählt, ist quasi wie eine Strichliste. Wenn ihr eine Strichliste auf Papier macht und einfach mehrere Striche hintereinander macht, dann habt ihr eine unäre Zeichenfolge. Also 1, 1, 1, 1 ist dann eine 4 im Dezimalsystem, im unären System aber dann tatsächlich eine 1, 1, 1, 1. Weil man ja in mathematischen Zahlensystemen theoretisch die Nullen unendlich lang dahinter schreiben kann. Wie im Dezimalsystem, die 10 könnte ja theoretisch auch eine 0000010 sein, das ist auch eine 10, nur anders ausgedrückt. Hat man halt, wenn man im Elektronischen baut, grundsätzlich immer ein paar Leitungen, die aus sind, die also quasi zur Verfügung stehen, aber diese werden dann einfach mitgezählt als 0. Also hätten wir jetzt hier das unäre Signal von 0, 0, 0, 0, also 0 im Dezimalen. Wenn wir jetzt hier an den Eingängen beliebig viele Hebel umlegen, egal in welcher Reihenfolge, genau, in diesem Fall 2, wie ihr seht, haben wir hier das einkommende Signal 0, 1, 0, 1, das entspricht in dieser Reihenfolge keinem unären Signal, weil die unären Signale von links nach rechts gezählt werden. Das heißt, das hier muss jetzt sortiert werden ins unäre Zahlensystem. Das übernimmt dieses System hier. Und wie ihr sehen könnt, haben wir tatsächlich ein sortiertes Signal, was rauskommt. Nämlich das Signal 1100, also Strichliste 11, also eine 2. Passt. Wenn wir jetzt noch einen dritten Hebel umlegen, wird eine dritte Lampe angeschaltet. Wenn wir jetzt die hier ausschalten und dafür die andere einschalten, sind es trotzdem 3 und das unäre Signal für 3 bleibt bestehen. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen, im Prinzip kann man ganz einfach sagen, sortiert die eingeschalteten Leitungen auf eine Seite, die ausgeschalteten auf die andere. Das heißt, wir haben jetzt 3 eingeschaltete Leitungen, die packt das einfach zusammen. Das heißt, wir haben 3 eingeschaltete Leitungen hier und die eine ausgeschaltete kommt auf die andere Seite. Das heißt, wenn wir nur eine haben, wird nur die eine aktiv und der Rest ist deaktiviert. Bei 2 packt das die 2 hier zusammen und so weiter. Das heißt, es teilt es einfach in 2 Gruppen auf und stellt das dann so dar. Ganz genau. Und wofür brauchen wir das Ganze? Ihr werdet euch jetzt fragen, warum sortieren wir irgendwelche Leitungen nach an und aus? Ganz einfach, weil wir nämlich mit diesen einkommenden Signalen hier nicht wirklich zählen können. Wir haben zwar eingeschaltete Leitungen, aber wir wissen nicht, was die für einen Gegenwert haben. Wir können damit nicht rechnen. Und das übernimmt, oder beziehungsweise dafür ist dieses System hier da. Wir können nämlich jetzt diese Leitungen sortieren, die eingeschalteten Leitungen, und die dann zum Beispiel an einen Decoder oder Encoder anschließen, der dann entweder ein Encoder ein Binärsignal zum Beispiel daraus macht oder ein Decoder, der das dekodiert und daraus ein Dezimalsignal macht zum Beispiel. Damit kann man dann weiterrechnen, zum Beispiel mit einem binären Addierer oder Subtrahierer oder wie auch immer. Dann kann man zum Beispiel 2 von diesen unären Addern
zusammensetzen und beide von diesen Ergebnissen, die man hier, also von den Anteilen der Hebeln umlegt, zusammenrechnen und dann könnte man mit Hilfe eines binären Addierers die beiden Zahlen zusammenzählen und das Ganze dann das Ergebnis dekodieren, in ein dezimales Ergebnis mit einem Display ausgeben und dann könnte man die Anzahl dieser Hebel zusammenrechnen. Dafür ist das im Prinzip da. Wie wir darauf gekommen sind, wir haben ja den Tamagotchi gebaut, ich werde den Link jetzt hier oben mal im Video posten. Da haben wir verschiedene Stärken bzw. verschiedene Stufen von Hunger und Unmutsgefühl zusammengezählt und haben dafür einen ja, damals relativ verbuggten Binary Zähler benutzt. Das war das Design von meinem Bruder. Das Ding hat zwar einigermaßen gut funktioniert, es konnte allerdings nicht zwei gleichzeitig einkommende Signale zählen, weil das Ganze nämlich mit zwei Wegezählern funktioniert hat. Und ja, wenn das haben wir dann, das Problem haben wir dann auch noch gelöst. Wir haben dann so eine Art ja, Debugger oder Buffer eingebaut, der sozusagen die Signale aufspaltet. Das heißt, dass nicht zwei Signale gleichzeitig reinkommen können und dass ihr die trotzdem noch alle reinbekommt. Aber es war dann sehr langsam und sehr platzaufwendig. Und da ist diese Lösung hier doch eleganter, sag ich mal. Genau, diese Lösung ist eleganter. Allerdings wird die ab einer gewissen Größe auch sehr langsam. Und zwar haben wir nämlich hier das Problem, dass dieses System hier nicht auf zwei Wegezählern basiert, sondern auf, ja, auf Endgates im simpelsten Sinne. Und da wir halt bei jeder Stufe, also bei jeder eingeschalteten Leitung bzw. bei jeder Möglichkeit mehr ein neues Endgate mehr haben, wird dann halt auch das Signal hier dementsprechend langsamer. Jede Stufe bedeutet, dass das Signal langsamer werden muss. Und hier müssen halt auch irgendwann Repeater rein, weil das Signal von der vom ersten Hebel bis zur Lampe nicht mehr ausreichen, dann müssen hier zwischendurch noch Repeater rein. Naja, jetzt können wir euch auch direkt mal zeigen, wie das ganze System funktioniert. Und zwar habe ich hier mal eine von diesen Sparten aufgeschachtelt. Wir haben hier zwei Hebel, also zwei einkommende Signale. Und dann bauen wir hier auch direkt mal eine zweite Lampe hin. Dann machen wir das direkt mal hier mit dem der Fackel. So, jetzt haben wir hier zwei Lampen. Und jetzt können wir mit diesen zwei Lampen auch ein Unary-Signal zählen. Das ist also quasi ein kleiner Teil von diesem ganzen System. Und dieses ganze System lässt sich aus diesem kleinen Teil hier zusammenbauen. Und zwar haben wir hier Folgendes. Wir haben ein Eingangssignal, zweifach vorhanden. Und diese beiden Eingangssignale sind mit einem UND-Gatter verbunden, also mit einem AND-Gate. Und da das Signal durch diese Half-Slabs nicht aus dieser Querstrebe hier oben zurück in die Eingangssignale fließen kann, schaltet immer nur ja, das jeweilige Eingangssignal den entsprechenden Part vom AND-Gate frei. Das heißt, nur wenn diese Fackel, dieser Schalter hier umgelegt ist, kann diese Fackel ausgeschaltet werden, weil dieses Signal dazu nicht imstande ist, weil es diese Treppe nicht runterfließen kann. Das heißt, kann man vielleicht nur kurz als zusätzliche Information für alle, die das nicht wissen, diese Half-Slabs können nur in eine Richtung Signale weiterschicken und das ist nach oben. Das heißt, das Redstone kann von hier unten über diesen Half-Slab nach oben fließen, aber zurück geht das nicht. Das heißt, es ist im Prinzip wie ein Repeater, eine Diode, die das Signal nur in eine Richtung schicken kann, allerdings dann halt ohne Verzögerung. Deswegen um einiges praktischer. Genau, deswegen benutze ich hier in diesem Modell diese Half-Slabs. Ja, dadurch, dass dieses Endgate jetzt von einer Seite freigeschaltet ist, von der anderen aber nicht, wird diese Fackel hier hinten noch nicht eingeschaltet. Diese wird nämlich nur eingeschaltet, wenn beide Fackeln aus sind. Ist ja klar, ist ein Endgate. Wenn beide Eingänge aus sind, ist das Eingangssignal ein. Deswegen müssen wir, um da hinten das Ausgangssignal zu erzeugen, den zweiten Eingang auch einschalten. Und erst dann sind beide Endgates aktiv, wodurch hier hinten diese Fackel aktiv wird, wodurch das Signal in die zweite Strebe geleitet wird. Das heißt, jetzt haben wir quasi den Übertrag von 1 zu 2. Und das gleiche passiert hier in dem System auch. Wir haben einen umgeschalteten Hebel. Wenn ich hier irgendeinen von den anderen Hebeln auch umschalte, haben wir eine Verbindung zwischen dieser eingeschalteten Leitung hier, wodurch diese Fackeln hier alle ausgeschaltet werden, und diese ausgeschalteten Fackel von diesem Endgate. Das heißt, in diesem ganzen System gibt es jetzt momentan nur ein einziges Endgate, was ausgeschaltet ist, und das ist das hier, weil nur in diesem hier
diese Fackel aus ist und nur, ja, und hier halt die Fackeln auch aus sind. Wodurch wir einen Übertrag haben. Wenn wir jetzt einen weiteren Übertrag hinzufügen, haben wir hier zwei Überträge, die ankommen, wodurch wieder ein neues Endgate erzeugt, angeschaltet wird. Wodurch wir wieder einen Übertrag hier ins dritte haben. Das heißt, jedes Mal, wenn hier eins dazukommt, machen wir einen Übertrag. Und wenn da schon ein Übertrag war, kann wieder ein Übertrag durch das Endgate erzeugt werden und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können hier endlos Endgates dazupacken, die immer wieder einen Übertrag machen, wenn zwei zusammen aktiv sind. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Das Ganze ist eigentlich nicht ganz kompliziert. Konntest du es verstehen, Gordon? Jo. Also das klang jetzt selber zeugt. Ja, wirklich. Ich habe es wunderbar verstanden. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Also im Prinzip einfach nur zwei Eingänge, die sich selbst, also die sich gegenseitig, wenn nicht gegenseitig, jetzt ist es auch falsch, zwei Eingänge, die zusammen ein Endgate beeinflussen und dadurch einen Übertrag in die nächste Zahl machen. Das ist ja im Grunde hier oben einfach ein OR und da unten einfach ein AND. Ja, genau. Hier oben ein OR? Ja. Ja, im Prinzip schon halt nur, dass dann, doch, ja. Ja, doch, das ist eigentlich ein OR, stimmt, ja. Ja, also eigentlich ziemlich simpel. Das ist pure Logik. Und man kann nicht viel verkehrt machen. Das könnt ihr auch einfach mit Repeatern bauen, wenn euch dieser Aufbau hier zu kompliziert ist. Ich habe es jetzt einfach so gebaut, damit ich so wenig Verzögerung wie möglich drin habe. Deswegen die Half-Slaps. Das Ganze geht allerdings auch flacher, wenn man Repeater benutzt. Dann ist es allerdings auch langsamer. Ja. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt benutzen, um Werte zusammenzuzählen, beziehungsweise um mit einem Decoder diese Werte auslesen zu lassen oder in ein anderes System umwandeln zu lassen, um damit irgendwas anzustellen. Ich könnte jetzt die Werte zum Beispiel ins Binäre umwandeln und die dann abspeichern in einer Festplatte oder in einer ROM-Einheit. Wie auch immer. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt mit diesen eingeschalteten Leitungen arbeiten und diese zählen. Ja. Das war's quasi auch schon. Oder wolltest du noch was sagen? Also ich nicht. Ich habe jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Hast du noch Fragen, Gordon? Nein. Wunderbar, das zeugt davon Qualität. So. ja, das Ganze scheint jetzt doch eher in die Richtung von einem Tutorial gegangen zu sein, aber ich bezeichne es dann doch lieber Let's Talk, weil ja, weil du ziemlich viel geredet hast. Shaky Klopfe für Beinamputierte Nummer 1. Ja, nee, einfach weil Tutorials gibt schon genug auf YouTube, ich bin, ja. Wir nennen es halt anders. Wir nennen es anders, ja. Bei uns ist es schöner. Bei uns ist alles besser. Naja, Leute, das war's dann auch schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Gordon ist auch auf YouTube aktiv. Ich werde seinen Kanal in der Beschreibung verlinken. Yes, sir. Und, ja. Ich würde sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Abonnieren, Daumen hoch. Dann seid ihr bei der nächsten Aufnahme auch wieder dabei. Und, bis demnächst. Tschüss. Haut rein. Tschüss.